Hallo liebe Hungrige, Sauerteigbrot backen ist ja inzwischen so einfach geworden, ich kann gar nicht mehr die Finger davon lassen und dachte mir deswegen, warum nicht mal ein urwüchsiges Bauernbrot damit machen? Schmeckt ganz toll und bedarf, wie ihr gleich sehen werdet, nur weniger Zutaten, denn wir brauchen dafür 2 Sorten Mehl, einmal Roggen und zum anderen Weizen oder Dinkel. Wir brauchen Hefe, ich nehme Trockenhefe, frische wird aber auch gehen. Wir brauchen getrockneten Vollkornsauerteig, am besten Roggensauerteig. Seit einer Weile gibt es den ja so schön abgepackt und das vereinfacht eben diese Art Brot zu backen. Wir brauchen außerdem Laiensaat, ich nehme Ganze, auch geschrotet würde gehen, und Sonnenblumenkerne, alternativ dürfen es auch Kürbiskerne sein. Und wir brauchen noch etwas Salz. Wir greifen uns eine große Rührschüssel. Geben da hinein erst die eine und dann die andere Mehlsorte. Wir schütten den Sauerteig dazu und ergänzen dann mit der Hefe. Anschließend alles gründlich miteinander vermengen und das macht sich wohl am besten mit dem Schneebesen. Jetzt kommen auch die anderen Zutaten mit in die Schüssel, also das Salz, die Laiensaat und auch die Sonnenblumenkerne. Vervollständigt wird alles mit der Geheimzutat, nämlich 400 ml lauwarmes Wasser. Und nun verkneten wir alles zu einem glatten Teig. Ich nehme dafür die Knethaken des Rührgeräts. Wer eine Küchenmaschine hat, kann natürlich auch diese nehmen. Mit dem Rührgerät dauert es ungefähr 5 Minuten. Haben wir es dann geschafft und unsere Arme sind erschlafft, strengt ihr an, die Schüssel abdecken und den Teig für etwa 1,5 Stunden gehen lassen. Wenn wir ihn danach wieder abdecken, können wir sehen, es ist gelungen. Nun eine Arbeitsfläche bemehlen und darauf geben wir jetzt den Teig. Diesen kneten wir kurz nochmal durch, am besten auch die Hände dazu bemehlen. Und anschließend formen wir daraus einen Brotlaib, so mit ca. 15 cm Durchmesser. Nun brauchen wir ein Backblech, belegt mit Backpapier. Darauf geben wir nun den Teig, decken ihn nochmals ab und lassen ihn für ca. eine halbe Stunde gehen, so lange eben, bis es sich deutlich sichtbar vergrößert hat. Anschließend natürlich abdecken. Und nun bestreichen wir den Teig mit etwas Wasser. Nehmt dafür am besten einen Haushaltspinsel. Anschließend bestäuben wir den Brotlaib mit etwas Mehl und benötigen dann ein scharfes Messer, um ihn ca. 1 cm tief kreuzweise einzuschneiden. Also erst von der einen Seite und dann um 90 Grad versetzt nochmal. Ab damit in den Ofen und hier wird unser Brot bei 180 Grad, Umluft wären das 160, für 40 Minuten gebacken. So lecker soll es jedenfalls dann aussehen. Lasst es ein bisschen abkühlen, aber auch warm schmeckt es natürlich. Und zwar ganz gleich, ob herzhaft oder süß belegt. Ein körniges, aber dennoch weiches Brot. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber Brötchen backen möchtet oder doch lieber einen Schokokuchen, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.